Die bereits von Materialengpässen und gestörten Lieferketten geplagte deutsche Industrie hat im Oktober deutlich weniger Aufträge erhalten. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, verbuchten Unternehmen im Oktober 6,9% weniger Bestellungen als im Vormonat. Gründe seien unter anderem die geringe Nachfrage aus dem Ausland, welche weitgehend auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist. 20 Jahre nach Einführung des Euro-Bargelds will die Europäische Zentralbank eine Neugestaltung der Euro-Banknoten. Geplant sei ein mehrstufiger Prozess, in dem europäische Bürgerinnen und Bürger bei der Gestaltung beteiligt sein sollen. Ziel sei es, dass sich Europäerinnen und Europäer unabhängig von Alter und Hintergrund besser mit den Geldscheinen identifizieren können. Eine endgültige Entscheidung zum neuen Design soll es 2024 geben. Nach 16 Jahren im Amt ist Angela Merkel am Donnerstagabend mit dem großen Zapfenstreich gewürdigt worden. Stefan Wolf aus der Frankfurter Börse blickt auf die Wirtschaftsbilanz der Ära Merkel zurück. Zuletzt war Peter Altmaier Bundeswirtschaftsminister und wir befinden uns ja gerade in einem Regierungswechsel. Die ganzen Minister inklusive der Kanzlerin sind gerade auf Abschiedstour. Heute wird Peter Altmaier Bilanz seiner Regierungszeit im Wirtschaftsministerium ziehen. Man muss davon ausgehen, dass es keine ganz schlechte Bilanz sein wird. Das gilt übrigens auch, wenn man den Blick ein wenig weitet, nämlich auf die gesamte Ära Merkel, die gesamten 16 Jahre. Da waren insgesamt 7 Wirtschaftsminister in Amt und Würden, eine Frau darunter, Brigitte Zypris. In dieser Zeit ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, also die Wirtschaftsleistung, um 43% gestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen ist um 44% zurückgegangen und die Staatsverschuldung pro Kopf, die stieg um 44%, geschuldet natürlich den ganzen Krisen, die in dieser Ära auch bewältigt werden mussten, wie eben die Finanzkrise im Jahr 2008 und aktuell natürlich auch die Corona-Krise. Eine Branche, die besonders stark unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie leidet, ist die Messebranche. Vor allem internationale Messen finden mittlerweile fast nur noch virtuell statt. Und das, obwohl Messen vom direkten Austausch, persönlicher Beratung und Verkaufsgesprächen leben. So wie beim Messebauer Appel in Dortmund sieht es zurzeit bei den meisten Betrieben der Branche aus. Gespenstische Ruhe, keine Aufträge, 70% weniger Umsatz. Und jetzt heißt es, den zweiten Corona-Winter zu überstehen, ohne Hoffnung, dass sich daran viel ändert. Seit etwa 20 Monaten sind die Unternehmen schon ohne Arbeit, weil die Messen einfach nicht mehr stattfinden. Das heißt, die Menschen sind entweder zu Hause in Kurzarbeit oder sie sind auch schon längst aus der Branche abgewandert. Ein kurzer Lichtblick von Ende August bis Mitte Oktober, unter anderem der Caravansalon und die Ernährungsmesse Anuga, finden auch in Präsenz statt. Doch das ist jetzt vorbei. Stattdessen will das Wirtschaftsministerium mit einem Sonderfonds in Höhe von 600 Millionen Euro helfen. Der sei aber falsch konstruiert, so Fachleute. Hier werden gerade die gefördert, die eigentlich nur die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Und die Aussteller bleiben im vollen Risiko. Von den 5000 Messebauunternehmen, die wir haben, kommen nach unseren Berechnungen und Studien Anfang 2022 ca. 30% in solche Schieflage, dass hier eine Insolvenzwelle vermutlich unvermeidbar ist. Davon könnten auch viele Zulieferer betroffen sein. Caterer und Messehotels haben gerade nichts zu tun. Hier in Berlin haben wir ja die Absagen der Grünen Woche und anderer Messen für Januar und Februar. Für die Stadt- und Tagungshotellerie ist das eine absolute Katastrophe. Für viele Branchenkenner alarmierend. Ausländische Aussteller wandern ab nach China und Dubai. Keine guten Aussichten für die Exportnation Deutschland.